das Duell der beiden Mannschaften, die zum Auftakt der Olympischen Spiele 2022 wieder begegnen, verloren. Die Schweiz unterlag dem russischen Olympischen Komitee mit 0:1 und die Tschechen überraschenderweise mit 1:2 gegenüber Dänemark. So also geht man hier mit jeweils 0 Punkten in diese Partie. Und jetzt kommt es drauf an. Jetzt muss man Zähne zeigen. Sowohl Tschechien als auch die Schweiz wollen diese zweite Partie nicht als Verlierer verlassen. Und wir gucken mal. 20 Mal spielten die beiden Teams bereits gegeneinander. 13 Mal gewannen die Tschechen. 7 Mal gewann die Schweizer. Und ja, die letzten Duelle 5 Mal spielte man in den vergangenen Jahren auf internationaler Ebene gegeneinander. 3-mal davon gewannen die Tschechen. 2-mal davon gewannen die Schweizer allerdings. Der Sieg 2018 bei der Weltmeisterschaft, der gelang den Tschechen erst mit 5:4 nach Penaltyschießen. Dementsprechend, es ist sehr, sehr ausgeglichen zwischen diesen beiden Mannschaften. Und so wird man sich heute geben, so wird man heute kämpfen. Denn mit dem Ausblick auf den letzten Spieltag der Hauptrunde, da trifft man auf tschechischer Seite auf das russische Olympische Komitee. Und auf Schweizer Seite trifft man auf Dänemark. Das sind ebenfalls zwei Gegner, die nicht zu verachten sind bei diesen Olympischen Spielen. Und wir haben es ja schon eingangs der Übertragung gesagt, es ist auch als letzter Platz im Endeffekt noch möglich, ins Viertelfinale einzuziehen. Aber je weiter oben man steht, umso besser ist es natürlich. Und jetzt ist Kevin Fiala, der die Schweiz in Führung bringt mit einem satten Schuss von der rechten Seite nach etwas mehr als 50 gespielt. Die Frieden also für die Schweiz. Sutter mit dem nächsten Vorstoß. Wir jetzt natürlich dagegen halten nach diesem 0:1. Unter einem Rückstand. Oh, Kaffe! Mit dem Versuch, aber toll gemacht von Ginoni. Der Körper von der Scheibe und verhindert erstmal den Ausgleich durch die Tschechen. Nikas. Doch einige Tore mit sich bringen zwischen den beiden Mannschaften. In den letzten 5 Jahren nie weniger als 4 Tore zwischen den beiden Teams. Spitze 9, nämlich 8. Mai 2018 und am 21. Mai 2019. Dort gewann jeweils die tschechische Mannschaft mit 5:4. Einmal, wie vorhin angesprochen, nach Penaltyschießen. Heute findet im Capital Indoor Stadium in Peking statt. Und André Ghetto. Etwas mehr als 6 Minuten noch im ersten Durchgang. Thomas Schörtl. Tscheche bemüht, diese Angriffswelle und diese Offensivkraft der Schweizer Mannschaft hier im Zaum halten zu können. Gelingt bislang nur bedingt und Kuba liegt, aber erneut Ginoni mit einem klasse Reflex der Torhüter der Schweiz. Und das macht definitiv Lust auf mehr. Das sind definitiv die Momente, auf die wir wieder 4 Jahre gewartet haben nach den Olympischen Spielen. 2018. In Pyongyang, unvergessen natürlich für die deutsche Mannschaft mit olympischem Silber. Haarscharf an der Goldmedaille vorbeigeschrammt. In Schweiz endete das Turnier eben mit einer Viertelfinalqualifikation gegen den Nachbarn Deutschland. Am Ende mit 1:2 nach Verlängerung. Leon Föderl brachte die deutsche Mannschaft nach nur 1:19 in Führung. Waren der Auftrag der 24. Minute durch Simon Moser und Yannick Seidenberg, der war es,
nach nur 26 Sekunden nach Wiederanpfiff in der Overtime den Siegtreffer für die deutsche Mannschaft erzielt. Jetzt geht er natürlich für die Schweiz. Das war eben dieser Setzliste geschuldet. Deutschland als Drittplatzierter der Gruppe C. Schweiz ebenfalls als Drittplatzierter in der Gruppe A. Und so kam es, dass man am Ende der Setzliste Schweiz auf 8 und Deutschland auf Rang 9 in der Setzliste stand. So also dann die Viertelfinalqualifikation. Der Nachbar. Wir gehen rein in den Mittelabschnitt. Knappes 1:0 diesmal für die Schweizer Mannschaft. Das eine Tor hat dem russischen Olympischen Komitee ausgereicht, um den Sieg in die Schweizer zu erringen. Heute, sollte es bei diesem 1:0 bleiben, würde es eben den Schweizern reichen, dieses eine Tor erzielt zu haben. Kevin Fiala. Aber es war Alex Schimek, der 2 Minuten jetzt auf die Strafbank muss. Auch wenn er sich hier entsprechend ärgert. Und damit die Schweiz überzahlen. Die Schweiz damit erstmal mit einem Mann mehr und Roman Josi mit dem Knaller von der blauen Linie. Aber die Tschechen können sich erstmal befreien. Niederreiter. Und die sorgen hier definitiv für eine Menge Druck. Sorgen hier definitiv für die richtige Richtung aus der Sicht der Schweizer Mannschaft, die ja eigentlich immer wieder eine gute Nationalmannschaft stemmt. Aber so der große Erfolg, der bleibt einfach aus und das ist einfach schade. Nochmal die Nationalmannschaft der Schweiz. Nochmal bei so einem großen Turnier. Am Ende was zu erreichen, das wäre definitiv schön. Würde man der Schweiz auch zeigen. Wenn man auf die Erfolge blickt, große Medaille für die Schweiz 1928 und 1948 bei Spielen. Und unvergessen die Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft 2018, damals in Kopenhagen, Hörning, damals in Dänemark. Man unterlag im Finale den Schweden. Sehr, sehr unglücklich. So also verlor man dieses Finale 3:2. Zweimal in Führung ging durch Nino Niederreiter und Timo Meyer. Dann war es Philipp Forsberg, die Penalty schießen, der die Schweden zum Weltmeistertitel 2018 am Ende geschossen. So, und das soll sich heute natürlich nicht wiederholen. Heute will man weiter Gas geben. Die Hälfte der Partie ist vorbei. Die Schweizer führen weiterhin nur knapp mit 1:0, nicht zuletzt wegen eines unglaublich gut haltenden Rittichs im Tor bei der tschechischen Mannschaft. Hält die Tschechen weiterhin mit einem knappen 0:1 im Spiel. Und Möglichkeiten, die hat man am Ende noch mehr als gewohnt. Etwas mehr als 5 Minuten verbleiben im zweiten Drittel. Nishia. Oh, richtig. Also der Weg führt in Richtung tschechisches Tor. 15 Schüsse in der zweiten Durchgang. Das ist doch sehr, sehr eindeutig. Tschechien hat da kaum was entgegenzuwerfen. Herbe Helbig, das Spiel der tschechischen Mannschaft.
weiterhin nicht von Erfolg gekrönt. Und sie brauchen unbedingt mal dieses Erfolgserlebnis. Auch gegen Dänemark hat man sich über beide Strecken schwer getan. Dänemark entfesselt gespielt. Das hat man natürlich gespürt. Mit dem 2:1 im Rücken, da hat es dann doch viel, viel einfacher geklappt. Kommt nicht durch Suter ran, aber doch noch irgendwie an die Scheibe rangekommen. Weiter geht's. Letzte Minute läuft. Eine Minute noch im Mittelabschnitt. Und es bleibt erstmal dabei. Es bleibt bei der knappen 2:0, bei der knappen 1:0. Der Schweizer Mannschaft, die könnten sich damit begnügen. Hätten damit 3 Punkte auf dem Konto. Allerdings. Ja, eine 2:0 wäre dann deutlich komfortabler und man hätte den Comeback. Ja, so ein Tempo vielleicht noch kurz vor Schluss da auch irgendwie noch mal rankommen, aber ja, 3:0. Auch das Schussverhältnis. Ende natürlich Bände. Zumindest bislang rein in den Schussabschnitt. Noch ist alles möglich. Noch hat man alle Chancen und noch ist es nur dieser eine Treffer Unterschied. Engen Partie 0:2 am Ende wegzumachen. Das ist schon ja sehr, sehr schwierig auf jeden Fall. Ja, da ist Kevin Fiala, der einzige Torschütze dieser Partie bislang. Der Ball-Check. Aber sie haben auch nicht wirklich das Glück an der Scheibe. Haben damit viele Probleme zu kämpfen. Und dann ist es Timo Meier, der die Schweiz mit 2:0 in Führung bringt. Auch jemand, der in der National Hockey League trotz seiner jungen Jahre unglaublich für Furore sorgt bei den San Jose Sharks. Seit 2016 spielt er in der National Hockey League. 66 Punkte gemacht in der Hauptrunde nach 78 Partien. Jetzt aktuell verzeichnet er bereits 47 Punkte nach 41 Spielen mit den San Jose Sharks. Der Vertrag läuft noch bis Ende nächster Spielzeit, bis Ende 23. Jahressalär beläuft sich auf 6 Millionen US-Dollar. Für die 24 der jetzt noch einen drauflegt und jetzt bröckelt diese tschechische Defensive. Jetzt fängt man an, unkonzentriert zu sein. Jetzt fängt man an, die Schweizer aufspielen zu lassen. Und jetzt fängt man an, unterzugehen. Ist das enttäuschend aus tschechischer Sicht? 0:3. 8,5 Minuten vor dem Ende. Guter Schläger bricht. Das kommt noch viel dazu. Aber es passt einfach zum kompletten Tag in dieser tschechischen Mannschaft. Ja, da hat er einen Schläger und das ist eine bittere Geschichte. Trotzdem können die Tschechen erstmal aus der eigenen Gefahrenzone hinaus. Wieder Bertschi. Also jetzt wieder auf die Spitze da vorne. Unglaublich anschlussstark. Und dann ist es Kuraschew, der den Schweizern hier erneut einen Treffer beschert. Philipp Kuraschew, Schweiz 4 und Tschechien 0. Hätte man sich mit Sicherheit so nicht vorgestellt, diese Partie heute gegen Schweiz. Morgen ja bereits um 5:10 das Viertelfinale der Damen aus der Lucasong Arena. Ebenfalls zwischen Tschechien, da allerdings trifft man auf die Damenmannschaft der USA.
Aber das ist schon bitter jetzt. 200 Minuten noch. Und es droht hier nach der Niederlage gegen Dänemark das nächste Debakel. Tschechien damit weiter auf dem absteigenden Ast. Der Sieger 1998. Und seitdem bei den Olympischen Spielen 2018 wurde man Vierter. Das ist auch gar nicht so schlecht. Sechster, 2010 Siebter. Lange ist es her, dass man ziemlich erfolgreich war. Auch bei Weltmeisterschaften. Dann ist ja nur Siebter. 2019 war man auf dem vierten Platz, 2020 aufgrund Corona ausgefallen. Aber es ist so dieser siebte Platz, fünfter Platz, vierter Platz. Das sind so die Plätze, die man seit 2013 immer belegt hat. Jahre 2010 bis 2012 waren da doch sehr erfolgreich. 2010 Weltmeister, 2011 und 12 jeweils dritter Platz für die tschechische Auswahl. Aktuell hakt es. Mannschaft in Lodosch, Riha. So endet das Spiel mit 4 zu 0 für die Schweiz. Gratulation, wichtiger Sieg für die Schweizer. Daumen nach oben. Freut mich sehr und wir haben heute noch zwei Spiele, nämlich Schweden gegen die Slowakei und Lettland gegen Finnland. Da freue ich mich drauf. Daumen nach oben. Danke fürs Zusehen und dann sehen wir uns später wieder. Bis dahin, euer Vladi LP.